Jo, moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Hier präsentiere ich euch die Anafi in einer Backform. Wie manche ja schon mitbekommen haben, ist mir die Drohne ins Hochwasser gestürzt. Ich werde euch das Video, wo ich die Drohne aus dem Hochwasser fische, unten in der Videobeschreibung verlinken. Hier jetzt im Video gut zu erkennen, wie ich die Drohne vorsichtig aus dem Reis hole. Ja, und wie ihr jetzt bestimmt schon mitbekommen habt, ist dieses Video hier nachvertont. Das hat den einfachen Grund, dass meine Frau beim Film das Mikrofon vom Handy zugehalten hat mit irgendeinem Finger. Und daher die Tonqualität halt so schlecht war, dass ich mich hierzu entschlossen habe. Hier jetzt im Video auch immer gut zu sehen, wie ich die Drohne jetzt schüttel. Das kommt daher, dass sich ein paar Reiskörner hier sich in der Drohne verfangen haben und die jetzt ja, vorsichtig rausgeschüttelt werden müssen. Ja, und hier im Messbecher, da ist noch der Akku drin, der sehr wahrscheinlich ja komplett kaputt sein wird. Wie man sieht, bin ich jetzt dabei, mir die Drohne das erste Mal richtig anzuschauen, ob noch alles heile ist, ob irgendwo ein kleiner Haarriss drin ist oder ob doch irgendwas abgebrochen ist und so weiter und so fort. Ja, jetzt wo ich hier die Drohne weiter im Hintergrund ja, untersuche, um vielleicht irgendwo einen Schaden zu finden, kann ich euch ja mal so ein bisschen den Hintergrund erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also ich bin am 1.3. ja, ganz normal geflogen, ungefähr ja, 160 Meter entfernt und 50, 60 Meter hoch bin ich geflogen und wollte ein paar schöne Hochwasseraufnahmen machen und dann schaue ich auf ein Handy, um die Kamera zu justieren, also ranzoomen oder ob ich nicht ranzoome. Und auf einmal ist die Verbindung auf dem Smartphone komplett abgebrochen. Also sprich, ja, das Bild wurde schwarz und ich habe nichts mehr gesehen auf dem Handy. Daraufhin habe ich natürlich gleich am Himmel geguckt und die Drohne war weg. Ja, was soll man denn sagen, nicht? Den guckt man erstmal blöd und man, ja, gerät in so eine Art Schockstarre oder weiß ich nicht, weil das ist. Das guckt man auf jeden Fall blöd und dann guckt man noch mal aufs Handy, ja, immer noch kein Bild. Ja, dann guckt man wieder zum Himmel und man Drohne nicht zu sehen. Ja, dann wartet man so 10 Sekunden und dann versucht man mal den Home-Button zu drücken, aber ja, wie gesagt, die Drohne war auch nicht mehr am Himmel zu sehen und sie war weg. Dann realisiert man eigentlich erst, was passiert ist. Also sprich, okay, die Drohne ist nicht mehr oben am Himmel. Auf dem Smartphone ist ja nichts mehr zu sehen. Kompletter Verbindungsabbruch und dann hat man erst so realisiert, ja, scheiße, die Drohne ist abgestürzt. Ach, hier sieht man mal eben schnell, wie ich mir die Druckluftflasche nehme, um mal eben einen verklemmten Reiskorn zu lösen. Ja, super. Wo war ich stehen geblieben? Ja, und dann geht man das Suchen los, nicht? Also sprich, man versucht zu den letzten GPS-Koordinaten zu kommen. Ja, und dann steht man vorm, ja, weil man ja das Hochwasser filmen wollte, vorm Wasser. Ja, super. Drohne ist irgendwo im Wasser verschwunden. Ja, toll. Und das aus unerklärlichen Gründen. Ja, jetzt stehe ich gerade auf und hole mir eine Speicherkarte. Die tue ich da gleich rein. Das ist auch dieselbe Speicherkarte, die beim Absturz drin war. Also die funktioniert tadellos. So, jetzt kommen wir auch gleich zum, ja, finalen Test. Ich hole mir jetzt einen Akku raus aus der Tasche, der voll geladen ist, und werde den auf die Drohne aufstecken.
So, da hole ich mal eben den Absturzakku noch aus dem Reis raus. Jetzt zeige ich euch noch mal eben die Stelle, wo er korrodiert ist. Das wird der Pluspol sein. So, jetzt zu sehen, dass ich alles anklemme, sprich Fernbedienung, Aufklappe, Handy rein und so weiter. Ich sehe da ja App starten und so. Jetzt gucke ich noch mal schnell, ob die Anschlüsse der Anafi sauber sind, wo der Akku drauf kommt. Ja, die Spannung steigt. Und da drücke ich auch schon den Knopf. Ja, sie blinkt blau. Die Motoren drehen du an. Und die Kamera muss jetzt noch. Jo, das macht sie. Die Kamera fährt auch hoch. Tja, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Gucke ich auf ein Handy und der Button wurde grün. Und wie es dann auch gerade so sein soll beim Testen, die Anafi möchte ein Update haben. Habe ich jetzt versucht abzubrechen, aber das konnte ich nicht. Naja, dann haben wir sie mal aktualisieren gelassen. So, nach der Aktualisierung kam natürlich gleich die nächste Meldung. Der Akku wollte auch noch eine Aktualisierung haben. Ja, das habe ich dann aber abgebrochen und das ging auch. Weil ich wollte ja erstmal die Funktion der Drohne testen und nicht jetzt noch lange ein Akku-Update machen. So, jetzt kommt auch das erste Kamerabild auf dem Handy von der Drohne. Also scheint die auch zu funktionieren. Ja, jetzt bin ich natürlich angefixt und stehe auf und versuche die Drohne auch gleich zu starten. Einmal im Wohnzimmer Testflug. Ja, und wie ihr seht, ohne Probleme, die Drohne hebt ab und ja, jetzt seht ihr gleich noch in der Stube, wie ich ein bisschen rumspiele, also sprich vorwärts fliege, rückwärts fliege, hoch, runter und ein bisschen zur Seite und ja, die Kamera, den Gimbal nach einmal ganz nach unten schwenke und den Gimbal einmal ganz nach oben schwenke, um alles zu gucken, ob das funktioniert. Ja, und es funktionierte alles reibungslos. Das war jetzt übrigens auch das erste Mal, dass ich die Drohne hier in der Wohnung gestartet habe. Und wie ihr seht, ja, die steht wie angenagelt in der Wohnung, nicht? Tänzelt kein bisschen nach links oder nach rechts, also ja, wie ein Brett. Jetzt werde ich die Drohne wieder landen auf dem Teppich und dann geht es auch schon nach draußen zum ja, etwas größeren Testflug. So, harter Cut und wir sind draußen angekommen. Ja, jetzt sieht er mich dabei, wie ich alles auspacke, anschließe und wie ich fröhlich vor mir hin laber da im Bild. Aber auch hier ist wieder eine Nachvertonung, weil ja, ich werde es daher nochmal einspielen, warum. Die Windgeräusche sind ja. Doch extrem und man versteht mich im Video ja sehr schlecht. Daher auch hier eine Nachvertonung. So, jetzt hier die zweite Premiere im Video von mir. Ein Video in Video hatte ich auch noch nie gehabt auf meinem Kanal. Musste ich erstmal schauen, wie das funktioniert. Ja, und die erste Premiere war ja die Nachvertonung. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, jetzt, wie ihr seht, tänzel ich da so ein bisschen rum mit der Drohne. Links, rechts. Ja, ich probiere halt alles Mögliche aus jetzt, nicht? Ich stelle da jetzt am Smartphone was ein. Andere Flugmodi.
Ja, und jetzt fliege ich so ein bisschen durch die Gegend, nicht? Das ist, glaube ich, jetzt der Racing-Mode, wo die Drohne sich so richtig in eine Kurve legt, wie man auch im Bild sieht. Im Video. Und fliegt da so ein bisschen durch die Gegend. Ja, und da im Drohnenbild, da sieht man jetzt auch meine Frau, wie sie versucht mit der Kamera, ja, hinterherzukommen. Jetzt zeige ich da mit der Hand, oder vielmehr mit dem Finger, wo ich die Drohne verloren hatte, also wo sie abgestürzt ist. Aber das könnt ihr jetzt natürlich auch schlecht erkennen. Hier zeige ich es nochmal da hinten. Da ist er abgestürzt. Aus unerklärlichen Gründen. Und ich stand auch jetzt, wo sie abgestürzt ist, stand ich da, wo ich jetzt hier auch bin. Auf den Hügel mit der Bank. So, jetzt steige ich die Drohne mal auf, na, ich glaube 40 oder 60 Meter waren das. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie hoch ich da gestiegen bin. Es gibt natürlich auch die Funktion, ja, das Handybild intern abzufilmen. Aber ich habe da keine App für drauf. Muss ich mir nochmal runterladen, wenn ich mehr solche Videos mache. Mal schauen. Ja, jetzt wieder links, rechts, seitlich halt. Man muss halt erstmal wieder nach so einem Absturz halt ja so ein bisschen Vertrauen zu der Drohne aufbauen, nicht? Zu der Technik. Weil man halt nicht weiß, ja, weswegen sie abgestürzt ist. Weil sie schwebte halt auch da einfach so in 50, 60 Meter Höhe. Und dann habe ich halt an der Kamera Gimbal rumgespielt und habe eigentlich ja, nur am Gimbal bewegt und dann auf einmal war halt das Bild weg. So, wie vorhin angedeutet, werde ich euch jetzt nochmal hier den Originalton einspielen. Dann wisst ihr auch, warum ich das hier nachvertont habe. Ja, wie ihr hört, es ist extrem windig gewesen an diesem Testtag. Also ideale Testbedingungen für die Hanfi. Laut Wetter-App hatten wir irgendwie Windgeschwindigkeiten an dem Tag, keine Ahnung. Auch so ungefähr wie beim Absturz. Ich glaube sogar etwas mehr. Ich glaube, er hat 30, 35 km/h Windgeschwindigkeiten. Ja, und so hört sich das dann halt im Originalton an. Also, ja, wenn man da dann spricht, dann versteht man halt kein Wort. Und deswegen auch hier die Nachvertonung. So, hier gibt es mal eben einen manuellen Kreisflug um uns herum. Ja, jetzt nähern wir uns auch so langsam dem Ende des Videos. Ich fliege hier jetzt nochmal auf so einer Baumgruppe drauf zu. Ja, steigt ein bisschen höher. Und dann werde ich gleich noch ja, die RTH-Funktion testen. Hier teste ich nochmal den Zoom. Jetzt fliege ich nochmal ein Stückchen dichter ran. Ich glaube, jetzt steige ich gleich nochmal ein Stückchen höher. So, und jetzt drücke ich gleich auf den RTH-Knopf. Dann steigt die Drohne, glaube ich, automatisch, hatte ich eingestellt, auf 30 Meter. Ja, jetzt macht sie es, jetzt dreht sie und steigt dabei auf 30 Meter und jetzt kommt sie zu uns zurück. Und was ihr da so im Hintergrund seht, das war alles ja, überschwemmt, wo sie da abgestürzt ist. Jetzt ist das Wasser so ziemlich wieder komplett zurückgegangen. Ja, dann möchte ich mich jetzt eigentlich auch schon mal verabschieden hier von euch und ich bedanke mich fürs Zuschauen und
Ja, wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann kennt ihr das ja nicht. Lasst ein Like da, abonniert und ja, dann verabschieden wir uns mal. Haut rein und bis zum nächsten Video.